Hallöchen, ihr freshen Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Spyro the Dragon. Hier ist wieder der Tao und wieder mit Gastkommentation von Doom Dragon LP. Und falls ihr euch fragt, warum irgendwas anders ist als letztes Mal, der Tao hat vergessen zu speichern, obwohl er es ja war, der gesagt hat: Speichern nicht vergessen, ne? Das sollte man immer tun. Man sollte immer speichern, bevor man das Spiel ausmacht. Das lohnt sich. Ja, das passiert. ja, obwohl ich es ja war, der das gesagt hat. Willst du nicht nochmal einblenden, was du gesagt hast? Nochmal? Nö, es reicht einmal. hier habe ich jetzt das Speichern nachgeholt. Deswegen habe ich das alles nochmal neu gezockt. Das war gerade ein Applaus fürs ins Wasser fliegen. Das war absichtlich. Das war, ja, damit ich jetzt Sparks wieder golden habe. Ah. Hm. Und dafür hast du jetzt ein ganzes Leben verloren, oder? Ja. Toll. Ja, ich habe 16 Stück davon. Anstandsklatschen. Alpine Ridge heißt dieser Level. Au. Boah, ich finde diesen Gegner hier, der ist so scheiße. Der ist hier richtig am Rande. Und dann kommst du eigentlich nicht umhin, so den anzugreifen. Und dann fliegst du hier runter, wenn du nicht richtig aufpasst. Ja. Au. Au. Sind das Säbelzahntiger oder was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Sieht irgendwie aus wie Säbelzahnpflanzenfresser. Säbelzahn-Wombies? Wolpetinger. Au. Rau, rau, rau. War das Zane. Wieder dein Sinn? Das war wieder der Synchronitätscheck. Psst, Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, riesigen, grässlichen Monstern, oder? Natürlich nicht. Hab ich auch nicht erwartet. Ich hab den nicht weggedrückt. Hab ich auch nicht erwartet. Ich hab den nicht weggedrückt, liebe Leute. Der ist von alleine weggedrückt. Der hat sich selbst weggedrückt. Wow. Das war ziemlich close, würde ich mal sagen. Knappe Sache. I'm one step close to the edge an alle Linkin Park Fans. Oh, wird das was? Wird das was? Wird das was? Ja. Was war das? Ich bin durch den Boden gebackt. Weil er gerade als du da warst, den Boden. Gerade als du da warst, hat er den Boden angehoben. Gerade als du reingelaufen bist. Also eigentlich dürfte der jetzt so schlau sein und wissen, dass ich auf... Dass er angreifbar ist. Nee, er lacht dich lieber aus. Ich finde dieses Lachen von denen auch irgendwie... Das hier sind jetzt blaue Magier. Die sind blau und nicht grün. Also die sind nicht mehr so grün hinter den Ohren wie die anderen. Dafür sind sie besoffen. Denn die greifen uns nämlich direkt an, anstatt einfach nur die Gegend zu verändern. Das ist der Unterschied bei denen. Und ich speichere ziemlich gerne. Und ich vergesse es dauernd. Da war mein Timing jetzt nicht gepasst, würde ich mal sagen. Ich sollte mal aufhören mit diesem komischen Akzent, den ich in dieser Zeit immer bringe. Der passt nicht so gut, ne? Ja. Ha! Ach, kämpfen die auch gegeneinander? Ja, das finde ich auch ziemlich lustig. Die greifen sich auch mal gegenseitig an, um sich zu ärgern oder so. Einfach mal so. Das sind Druiden. Ja, irgendwie könnte man meinen, die Grünen sind Druiden und das hier sind Magier, ne? Schrullige alte Leute mit weißen langen Bärten. Die sind schon senil. Komm schon, Spyro, komm schon, Spyro, komm schon. Komm schon. So rennen die nämlich eigentlich weg. Ist ich irgendwie dumm? Ich renn vor dir weg. Der hat voll die... Ist der irgendwie dumm? Warum erinnert der mich an Thaddäus? Wegen der Nase und dem... Ja, das klingt auch so Thaddäusig. Ich spiele jetzt aber keinen Thaddäus ein.
Warum nicht? Weil ich nicht die Rechte dran habe. Ich habe auch einen Thaddäus eingespielt bei einem meiner Parts. Ich weiß nur nicht, ob der dann schon veröffentlicht ist, wenn... Das stimmt. Das hier ist ja der 6. Part. Ich habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erst 3 drin. Hab noch voll viele andere Videos im Vorrat, die hochgeladen werden müssen. Müssen? Ich dachte, du machst das nur zum Spaß, Tahu, und nicht um Fame zu werden. Ja. Dann hat er euch angelogen. Ja. Er schien ihn nämlich nie. Ihm ging es nämlich nie um den Spaß. Ich hab einen trockenen Hals. Hört man. Blutgeschmack im Hals ist was ganz Normales. Scheiße! Nein! Da kommt jetzt auch wieder der Effekt drauf. Obwohl, dafür habe ich zu schnell gesagt, dass er rein, dass er draufkommt, weil dann kann ich das Echo nicht mehr. Alter! Da kommt jetzt ein Pitch-Effekt drauf. Ach nee, da habe ich reingelaufen. Genau. Ich wollte dir nur den Effekt verderben. Weil ich ihn dir verdorben habe, ne? Oh ja. Auch wenn das sowieso dein Video ist und du selber entscheiden kannst, was du pitchst und was nicht und wo du ein Echo- und Hall-Effekt drauf machst und von dir. Pitchen tue ich generell ziemlich gerne. Ich auch. Eldritt. Danke, dass du mich befreit hast. Das ist wohl ein weiterer Punkt für den Counter. Genau. Vor allem, der hat das jetzt so individuell ausgesprochen. Danke, dass du mich befreit hast. Ich hätte dasselbe nicht für dich getan. Hattest du nicht schon Synchronitätscheck? Ich weiß, das mache ich jetzt einfach nur aus Spaß. Aus Jux, aus Spaß und der Freude. Lass das, das will keiner hören. Ich weiß. Boah, renn gegen eine Leiche. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht einer meiner Lieblingslevel. Nein. Ich hätte vielleicht vorher auf die Uhr gucken sollen. Also dafür, dass das keiner deiner Lieblingslevel ist, bist du schon, ja, stimmt. Ziemlich oft gestorben. Ja. Es ist ja, wie gesagt, nicht einer meiner Lieblingslevel. Das liegt nicht am Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad finde ich ansteigend. Das finde ich auch sehr gut so. Mein Kopfhörer. Ja, der rutscht mir auch immer raus. Da muss man ihn wieder tiefer reinstecken. Tiefer. Tiefer. Xander. Gute Arbeit, Spoiler. Wenn du so weitermachst, lernst du alle Tricks der Magic Crafter Welt. Gute Arbeit, Sparrow. Ich finde, die Drachen klingen irgendwie alle ein wenig, als wären sie vom anderen Ufer. Aha. Also zumindest viele von denen. Meinst du auch den... Danke, dass du mich befreit hast! Drachen? Einer hatte so gesprochen, das war Conan, hieß der, glaube ich. Ich kann mich an den nicht mehr erinnern, das sind so viele. Soll ich den einspielen? Meinst du? Mach ruhig. Ich meine, in jedem Part gibt's mehrere Drachen, das ist... Ja. Nee, ich spiele den nicht ein, das ist mir zu aufwendig. Alter! Ja, ich weiß, du bist faul. Kelvin! Nicht Kevin. Vergiss nicht, dass diese blauen Diebe nicht nur in der Magic-Crafter-Welt Eier gestohlen haben. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ich finde, manche Drachen klingen auch so ein bisschen, als wären sie auf Drogen... Das jetzt nicht, sondern einfach als hätten sie zuvor viel geraucht oder wären sie besoffen oder so. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich fand einer... Wieso benutzt du den Konjunktiv? Gerade einer in diesem Part hier hat so geklungen, als sei er... Benebelt? Benebelt, ja, der klang wie so ein Hippie irgendwie, fand ich. Yo, Scheiße! Flieg ins Wasser, stirb nochmal! Auf das musst du einen Effekt legen.
Nein. Nee. Au. Nee. Au. Au. Ja, es ist immer schön, wenn man Geräusche imitieren kann. Nach Hause. Ja. Nach Hause. Nach Hause. Das war, glaube ich, eine mit 500 Edelsternen sogar schon. Jo. Komm, dann machen wir jetzt. Au. Ich glaube, Was war denn der? Der rennt da ohne Ei durch die Gegend. Ja. Wir begeben uns jetzt nach High Caves. Ich glaube, da haben wir das erste Mal Superfeuer. Oh, Superfire? Jo. Und hier haben wir Wanzen. Das sieht aus wie Spinnen. Hier sind Wanzen der Regierung. Die sind dazu gedacht, uns zu überwachen. Und hier haben wir noch eine neue Magier. Die wollen gegen die Anti-Krug-Vereinigung vorgehen. Hier haben wir jetzt Wirbelsturm-Magier. Ich könnte dazu jetzt noch was sagen, lustigerweise. Die machen aber einen großen Wirbel. Ich will euch nicht spoilern. Die machen einen großen Wirbel um nichts. Much ado about nothing. Von Shakespeare. Ja, da kommen schöne Erinnerungen an die Schule wieder hoch, ne? Ja. Und an den Lehrer, bei dem wir Englisch hatten. Da ist eine Fee. Das muss ich so fragend aussprechen. Weil du nicht weißt, ob es Fee oder Elfe ist, oder was? Ich weiß nicht, wie die das hier... Es kann sein, dass die auch einfach Elfen nennen, obwohl es ja eigentlich Feen sind. Elfen haben keine Flügel. Cyrus. Bitte unternehmen etwas gegen diese grünen Druiden. Sie verschieben alles um uns herum. Der klingt irgendwie genervt. Das war die Musik von Dark Hollow, die hier jetzt eingespielt wurde. Ja, aber ich fand, der klang irgendwie so... Nein! Ich fand, der klang jetzt irgendwie so... Oh, wenn das doch endlich mal vorbei ist mit diesen Druiden. Es sind sogar wirklich Druiden. Ja. Jetzt, wo er das gesagt hat. Es sind doch Druiden. Haben wir doch recht gehabt. Die Grünen sind Druiden, die Blauen sind Magier. Ja, ich habe mir gerade die Nase an den Popschutz gestoßen. Nein, es ist vielmehr... Das hat so dran gekitzelt. Popschutz, der schützt vom Poppen. So als wäre das eine Gefahr. Natürlich ist das eine Gefahr. Die Nachwirkungen vielleicht, wenn man es falsch macht. Oder richtig macht, je nachdem. Wovon redest du jetzt eigentlich? Es ist eine Gefahr, dass Luft ins Mikrofon direkt reinkommt. Ich meinte vom Poppen, weil du gerade eben... Ja, das ist das Poppen. Aha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au. 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 So, und jetzt lassen wir uns knutschen. Echt? Jo. Ist das irgendwie ein Texturfehler? Eigentlich dürfte Spyro jetzt nicht lila sein. Eigentlich müsste er jetzt knallrot leuchten. Irgendwie glaube ich, es liegt am Emulator. Was ist das denn für ein Scheiß? Das habe ich doch sonst nicht. Vielleicht war es auch nur ein Bug. Hä? Er wird einfach nur heller. Hä? Er wird heller, aber das dürfte eigentlich gar nicht so sein. Eigentlich müsste er jetzt knallrot sein. Jetzt sind wir nicht mehr hell. Das ist scheiße. Ich möchte, wenn dann... Du bist nicht mehr besonders helle, ne? Ajax. Ich hasse diese Wanzen. Wenn ich erst groß und stark bin, wie du, zerquetsch ich sie alle. Bis es soweit ist, vergiss nicht, dass der Supersprint dich unschlagbar macht. Ja. Ich hoffe, es gibt auch in einem anderen Level wieder Feen, die einen knutschen. Und ich hoffe, dass das dann richtig ist. Dass das dann richtig läuft. So wie soll. Ne? Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen angepisst wegen, dass die Animationen nicht stimmen. Ich hab Zuckungen im Auge. Ich meine, gewisse Erwartungen an den Emulator darf man doch wohl noch haben. Echt, immerhin ist das ein Originalprodukt.
Nein, aber das Spiel ist ja was original. Ich meine jetzt den Emulator. Ich meine, was du dir für viel Geld von Sony gekauft hast. Ich meine, wenn du mir sagst, ja, es liegt daran, dass es eine ROM ist. Es ist keine ROM. Ich habe das Spiel eingelegt in den PC. Das ist... Ja, bei Grandia 3 das leckt bei mir auch. Ich habe auch mein Originalspiel. Ja, aber da stimmen kein... Ist das nicht, dass die Animationen nicht stimmen, oder? Weil die teilweise spacken die Schatten rum. Aha. Ich finde das sehr schade. Einfach, weil... Ein roter Spyro, das hat doch irgendwie was. Das ist so ein bisschen wie... Ja, keine Ahnung. Wenn man halt rot wird, wenn man sich schämt oder wenn man halt, ne? In so einer Situation würde man doch rot werden, wenn man... Oder wenn man verstrahlt ist. Ja, wenn man von einer Fee geküsst wird. Könnte ich mir vorstellen, dass ich... Vor allem, wenn man grundlos von einer Fee geküsst wird. Weil man... Ja, man hat sie gerettet. Man ist einfach nur zu ihr hingegangen. Ja. Die hätte einfach wegfliegen können. Wo war das bitte noch? Doch! Nein, hätte sie nicht. Doch, hätte sie. Nein, das war keine nicht fliegen. Danke, dass du mich vor dieser unbedrohlichen Nicht-Gefahr gerettet hast. Nein, aber man befreit auch wirklich andere Feen, auch die auch in Käfigen drin sind. Ja. Der Rechner ist voll laut gerade. Und die Musik war gerade aus, deswegen ist dir das gerade aufgefallen. Ja. Ja, die Musik war aus, weil... Hä? Oh mein Gott, ich hab den schon wieder mit diesem Trick erledigt. Das wollte ich jetzt aber irgendwie gar nicht. Das war unabsichtlich. Ach übrigens, liebe Leute. Hey, yo! Ist das nicht geil? Wir haben Feen, die uns den Arsch retten, wenn wir runterfallen. Aber nur in diesem Level, oder? Ja. Das wäre ja sonst zu einfach. Das ist einfach, weil man hier ziemlich viele Sprünge wagen muss. Da haben die Entwickler gedacht, ach, sind wir doch mal fair, ne? Beziehungsweise, weil du ohne die Feen überhaupt nicht wieder zurückkommen kannst. Genau. Vor allem, die bringen einen auch noch ganz hoch hier zum Supersprint. Das ist ja nett. Ja. Oh, da war ein Drache. Ja, dann haben wir auch schon den Level-Ender erreicht. Cedric Diggory. Das steht da nicht. Verbinde den Supersprint mit einem Sprung- und Gleitflug, um die High Caves genau zu erkunden. Habe ich schon gemacht. Wieder hin und her gewackelt hat dabei. Ja, die Performance. Mit einem Gleitflug. Wie so ein Huhn oder sowas. Ich glaube, ich habe doch... Ah, nee, ich habe doch noch was vergessen. Fällt mir gerade so ein. Ich glaube, der Part bekommt Überlänge, obwohl ich nur zwei Parts gemacht habe. Nur zwei Level gemacht habe. Zwei Parts in einem. Du hast den Supersprint gerade abgebrochen. Ja, den brauche ich nämlich nicht, um hier hinzukommen. Warte mal. Ich höre einen Eierdieb und ich meine eigentlich auch, dass es hier noch was gibt mit einem Eierdieb. Hast du den nicht da? Mit dem, was, da. Ich dachte, den hattest du mit diesem Teil besiegt da. Mann, war der schnell. Was? Na, schade, dass wir keine Facecam hier gerade haben. Das wird das Ganze ein bisschen lustiger noch machen. Jetzt kannst du aber mal zum Schluss kommen, ne? Ja. Zum Abschluss kommen. No. Und auf den Berg drauf fliegen. Nach Hause! Nach Hause! Nach Hause! Ja, wir haben nur zwei Level geschafft, aber das ist, denke ich mal, ein ordentlicher Ertrag für den heutigen Tag. So. Speicher nicht vergessen, ne? Spiel gespeichert. Ja. Ja. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, weil... das machen Leute ja so, denen das Let's Play gehört.
Ja, deswegen verabschiede ich mich jetzt auch. Ja. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt, Lila Let's Play Spyro the Dragon. Bis dann. Tschüss. Tschüss.